Radeln mit allem, was der menschliche Körper an Muskeln zu bieten hat. Für volle Power, volles Auspowern, mehr Koordination und die Erfahrung eines völlig neuen Fahrgefühls. Richard Kreis hat gemeinsam mit seinem Sohn jahrelang an der Idee des Varibikes getüftelt. Gemeinsam haben sie es zur Marktreife gebracht. Beim Fiducia GRD Baden-Marathon werden sie die Führende und den führenden Läufer so über die gesamte Strecke hinweg begleiten und damit für einen zusätzlichen Hingucker sorgen. Also das wirklich ganz Neue ist, dass man praktisch mit den Armen kurbelt. Die Kurbelbewegung hat einen sehr guten Wirkungsgrad, weil man 360 Grad an jedem Arm Drehmoment ausüben kann. Und man kann abwechseln zwischen Beine und Arme. Das war eigentlich der Durchbruch, die Neigungslenkung. Die ermöglicht es, dass man variieren kann und auch volle Krafteinsatz auf die Kurbeln bringen kann. Und die Lenkung wird nicht damit beeinflusst. Die machen wir dann mit der Neigung. Was man sowieso macht, wenn man in die Kurve fährt, muss man ja neigen, das Bike. Wenn man es jetzt vergleicht, wenn einer nur mit den Beinen fährt und der andere wechselt ab und setzt mehr Muskelgruppen ein, hat er 30% etwa mehr Leistung bei gleicher Pulsfrequenz. Einige Spitzensportler haben sich schon ein Varibike zugelegt, um damit ein Ausgleichstraining für alle Muskelgruppen zu betreiben. Beim Marathon am 17. September müssen Kreis und sein Sohn als Begleitfahrer der Spitzenläufer 42 Kilometer lang immerhin einen guten 20er Schnitt hinlegen, um tatsächlich vor den Führenden zu bleiben. Also das schaffen wir auf jeden Fall. Wir waren ja dieses Jahr schon auf der Weltmeisterschaft für die besonderen Bikes und da hat Varibike alle Goldmedaillen gewonnen. Also in alle Disziplinen. Also wir sind auf jeden Fall, werden wir nicht von den Läufern überholt.